Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Part 68 wahrscheinlich. Und ja, letztes Mal habe ich schon ein bisschen erzählt, was so ein bisschen die Entwickler nicht gerade so toll machen. Oder wie eigentlich das Spiel aussehen sollte, damit es mehr Spaß macht. Aber das Spiel ist trotzdem noch gut. Also ich habe trotzdem noch meinen Spaß, sonst würde ich es ja nicht Let's Playen. Und auch wenn ich manchmal ein bisschen schlecht drauf bin, ist es trotzdem noch so, dass eigentlich ich trotzdem noch motiviert bin, weiterzumachen, oder? Und ihr hoffentlich auch, weiterzugucken. Und wenn ihr wirklich wollt, da kann ich auch mehr Videos machen. Einfach hatte ich jetzt in den letzten zwei Tagen nicht so viel Zeit, deshalb kamen auch keine. Aber jetzt kommt wieder mehr. Ja, jetzt muss ich Weichholzbretter und Knochen holen. Knochen sind gleich da unten, die können wir schön holen. Hä? Und ja, eventuell kommt wirklich bald auch im Livestream Champions of Regnum. Und nebenbei noch TESO, The Elder Scrolls Online. Was wann kommt, das muss ich mir noch ein bisschen überlegen, aber das werden dann eigentlich die Haupt-Livestreams neben Minecraft noch. Dann habe ich drei Haupt-Livestreams, weil Path of Exile geht bald zu Ende und auch GTA Online ist nicht mehr so lange aktiv, weil ich auch, ja, Syntax fehlt mich noch, ja, nein, nicht Syntax. Yenix, genau, Yenix ist es. Syntax ist der andere Let's Player. Der Yenix hat momentan auch nicht so viel Zeit, deshalb muss das warten. Und das tue ich noch machen. Titan Quest kann auch wieder mehr mit Parts kommen und so weiter. Also, da kommt herzens gerne Regnum auch im Livestream wieder. Und nebenbei eben als Video. Morgen wird es vielleicht sogar schon beginnen. Ja, vielleicht übermorgen am neuen Jahr, also im neuen Jahr dann. Und jo. Jetzt sammeln wir Knochen, damit wir ein bisschen weiterkommen im Craften. Und dann machen wir noch etwas Schönes im Crafting. Aber zuerst holen wir noch Kohle und ja, wir müssen eigentlich nur nach Allerhead gehen und auf die Insel. Stimmt doch gar nicht, dass ich hier auf die Insel muss. Was ist denn das für ein Scheiß? Komme ich ja nie mehr richtig runter. Jim, welche Seite? Dunkle oder Sand? Sagt Sunny Angel. Und ich sage die helle Seite und das sandlose Zeug. Einfach mal verkehrt herum sagen, gell? Ja, also gehen wir Kohle sammeln und dann craften wir kurz ein bisschen, also nur kurz die Sachen reintun natürlich. Und danach gehen wir die Quest weitermachen und gehen wieder zurück und questen wieder, craften wieder etwas und questen weiter und so weiter. Cool. Ja, dass wir so schnell wie möglich auf Level 30 sind. Wir müssen halt jetzt Kohle holen, aber das ist ja auch eine Arbeit, oder? Also. Ja, eben ohne störende Mitspieler ist eigentlich Regnum recht genüsslich. Aber komm, geht es wieder in diese Seite, wo wir unbedingt mit anderen störenden Mitspielern eigentlich spielen will. Da kommt es und wird langsam wieder ein bisschen öde. Weil niemand hält sich eigentlich an dieses genüssliche Spielen. Alle tun sich irgendwie so verhalten, als würden sie einen Wettlauf gegen die Zeit machen. Ich mag Spieler nicht, die unbedingt immer Erster sein müssen oder Zweiter oder Dritter. Ich tue ja auch nicht sehr viel gamen und deshalb bin ich überhaupt nicht geizig. Ich will nicht einen starken Charakter haben. Ich will nicht irgendwas anderes. Helle Seite, sagt Hardcore Steve. Hardcore Steve. Oh Gott. Und deshalb bin ich immer wieder ab und zu halt ein bisschen nervig gegenüber
den Spielern, dann troll ich sie. Genau deswegen troll ich auch Menschen. Ich trolle nur Menschen, die halt sich schlecht verhalten für mich, oder? Leute, die lieb zu mir sind, muss ich gar nicht trollen. Ich habe ja zum Beispiel Seslik95 schon Ewigkeiten nicht mehr getrollt. Yenix habe ich überhaupt noch nicht getrollt. Und jemand anders auch nicht. Wenn sie nett sind, oder? Das meine ich ja. Ich trolle wirklich nur Leute, die böse sind. Und dann werden sie immer böser. Dabei wollen sie, machen sie genau das falsch, oder? Sie wollen ja nicht zu mir sein, aber ich troll sie. Der Finul sagt, falls da noch der Eisenbaba, Jen und der neue Rummel, tritt den mal in einen Eispopo und schick ihn heim. Oh. Schon wieder Goldmünzen. Aha, ist das unfair. Bekommen wir am Tannenbaum wirklich nur Goldmünzen über? Jetzt habe ich sicher 4 Tannenbäume gefunden und immer nur den gefunden. Goldmünzen, hey. Ja, ja. Aber so ist es eben. Also, die Menschen verhalten sich halt immer falsch. Hier in Regnung. Und denkt, manchmal haben die NPC, die nur herumstehen, eine bessere KI. Also ich will es jetzt nicht unbedingt so streng beleidigen, aber das ist Wahnsinn. Wieso machen sie das überhaupt? Das ist so unnötig. Dann selber noch trollen. Wenn ich sie trolle, trollen sie selber noch. Aber ich lasse mich nicht trollen, oder? Die meinen immer, ich... Ja. Ich muss nicht getrollt werden oder so. Ich will ja auch getrollt werden, sozusagen, aber nicht so. Das ist Depri. Das macht mich eher noch Depri. Aber nein, es macht mich sogar noch wahnwitziger, noch cooler. Das ist nun mal so. Menschen denken immer, ja, die Leute, die viel aushalten, ja, kann man auch penetrieren und so Sachen, aber das stimmt gar nicht. Wisst ihr, was ich meine? Wenn jemand sich schon so extremst überwunden hat, dass er überhaupt nicht mehr klein gibt, dann gibt er auch nicht mehr klein. Er hat es ja auch gelernt. Das habe ich schon gelernt. Also will mich jetzt jemand zurücktrollen? Hä? Wenn es doch nicht geht, dann geht's ja nicht, oder? Und deshalb bin ich so umsetzungsaktiv. Ich setze meine Taten um. Ist mir egal, wenn ich aus dem Clan fliege, dann fliege ich aus dem Clan. Ist mir doch egal. Denk mal darüber nach. Es ist mir egal. Dann bin ich halt wieder aus dem Clan. Es war sowieso nichts Besonderes, in diesem Clan zu sein. Waren ja alle depressiv. Also. Aber die merken nicht, dass sie depressiv sind. Go, Steve, lass sie mal töten. Könnte ich wirklich schreiben, seid ihr wirklich so depressiv oder macht ihr nur so? Könnte ich wirklich sagen, aber sie sind depressiv. Darum spielen sie ja das Spiel auch noch. Andere würden vielleicht vernünftiger sein. Oder einfach ein bisschen Fangedanken haben. Oder einfach so wie ich sein. Einfach spielen, weil es Spaß macht. Aber ich glaube, die spielen nicht, weil es Spaß macht. Sondern weil sie viel Geld investiert haben und nicht mehr weg können. Das ist es. Wenn ein Spiel viel kostet, dann wird man nicht mehr weg, oder? Also, aber das merken sie ja nicht, oder? Genau das ist es. Ich tue ja auch nicht irgendwie ein Spiel spielen, weil ich nicht mehr weg kann. Das hat jeder ungefähr. Ich kann auch nicht weg von Minecraft, solange es nichts Besseres gibt. Ich kann auch nicht weg von Champions of Regnum, weil es halt nichts anderes gibt mit Airfare. Oder kennt ihr ein besseres Spiel mit Airfare? Es gibt kein besseres Spiel mit Airfare. Ja, okay, instanzierte Schlachten in The Elder Scrolls Online. Wow. Hardcore Steve. Netter Versuch. Fast. Ja, wenn sie es halt nicht können, dann können sie es halt nicht. Wieso versuchen sie es dann? Ich gehe ja auch nicht nach einer verlorenen Schlacht noch wieder zurück. Ich gehe irgendwo anders angreifen, weil ich genau weiß, dass die dort noch
sein wollen, weil sie denken, ja, wir greifen nochmal an. Das ist immer so. Wenn du einfach mal bedenkst, die Spieler wie die KI immer gleich. Ich habe das so getestet auf Ra und vor einem Jahr auf Valhalla. Ich habe das so getestet, die machen immer das Gleiche. Zuerst greifen sie immer Herbret an. Dann greifen sie immer Ephrias an und dann Algros. Es ist immer so. Und dann wollen sie den Great Wall machen. Und dann merken sie, oh, es sind zu viele Zündnoten. Dabei könnten sie auch mal Algros zuerst einnehmen, oder? Ist doch klar. Aber das machen sie nicht. Weil sie halt einfach denken, ja, die Süden werden dort sein. Und nicht in Ephrias oder in Ding. Wie heißt das schon hier? Herbret, genau. Und genau das ist es. Man muss die Spieler übelst taktieren. Man muss sie Fallen stellen und so weiter. Man geht einfach in einem 5 oder 6er Grüppchen zu einem Fort und wartet, bis alle weg sind. Dann greift man an. So etwas wäre cool. Aber das macht niemand. Das kann niemand machen, oder? Das ist einfach so. Ja, genau, und res mich, wenn ich sterbe. Oh, der Arme. Du musst wirklich sowas von heldenhaft sein. Tja, wir müssen hier zwei nehmen. Die können wir einsammeln. Danke, dass du jetzt endlich auch gehst, liebes Spiel. Und der sagt noch, mache ich, okay. Selbstmord und dann noch heilen, dann sind beide tot. Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Ja, und jetzt, jetzt sind alle besser, oder was? Nein! Das Spiel strotzt seit 9 Jahren vor Langeweile. Weil die Spiele einfach nicht anders sind. Ich war damals anders. Wurde Moderator. Also Game Master. Und dann habe ich ein paar Events gemacht und dann war ich wieder nicht mehr Game Master. Wieso? Weil ich anders war. Ich durfte nicht anders sein. Genau das war's. Ich durfte einfach nicht anders sein. Und genau deshalb war ich dann nicht mehr Game Master. Bis heute. Vielleicht werde ich wieder mal Game Master. Die brauchen ja ständig Game Master. Die bekommen ja keine Game Master über nie. Und genau das ist es. Ich könnte mich jetzt reinmogeln und wieder Scheiße machen. Aber ich mach's nicht. Weil ich ein netter Mensch bin. Ich muss nicht die Entwickler trollen. Die Entwickler sind sowieso inkompetent. Ich muss auch nicht die Nitrado-Mitarbeiter, wenn ich die Gamiga-Mitarbeiter trollen. Ja, die Nitrado wollte ich auch schon trollen, das stimmt. Aber sie verdienen es nicht, weil sie trotzdem inkompetent sind. Also es ist eigentlich immer so, dass ich eigentlich nur Menschen trollen, die es wirklich verdient haben. Ich teste immer alle mit leichten Trolls und wenn sie es wirklich verdient haben, dann haben sie es verdient. So, wo müssen wir hin? Dort runter und nach Altaruk. Aber wieso müssen wir auf diese Insel? Weihnachten, besuche den Weihnachtsmann. Geh zur Kriegsinsel. Wollen wir das nachher machen? Aber erst wenn wir Level 30 sind, dann, hä? Machen wir das dann. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch geht, aber das möchte ich eigentlich in diesem Part noch machen können. Ich hoffe, sonst mache ich den Part halt länger. Oder ich mache es im morgigen Part dann. Hä? Ich werde schauen, dass ich morgen auch noch ein Part bringen kann. Weil Weihnachtsevent ist. Eventuell könnte das Event sogar schon weg sein morgen. Das will ich nicht. So, ausgewachsener Aquantis. Was soll denn das? Leute, ich habe keinen. Ich habe gar keinen. Okay, dann besiege ich ihn so. Ja. Habe ich den verloren? So, ich habe den wirklich verloren. Das letzte Mal weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr.
Aber wieso so viele, Mann? Was soll denn das? Ich hab das nicht bestellt. Ja, ist manchmal witzig. Oh, ich habe Aquantis-Bezwinger. Yes. So, ab Level 35 werde ich danach noch farmen. Hä? So, da kann ich nicht immer vorwärts machen. Dann habe ich wirklich plötzlich keine Ausrüstung mehr und es droppt danach nicht mehr. Und irgendwie tut das so ein bisschen Grafikfehler machen. So weit ist das Spiel, dass es Grafikfehler produziert. Aber es ist noch nicht fertig. Das Spiel wird nicht fertig. Die Entwickler können das nicht fertig patchen. Zwang ich schon wieder an, wie blöd ich beim Entwickler sind. Aber so ist es nun mal. Da habt ihr etwas anders gedacht. Habt ihr etwas anders erwartet? Nein. Ist es so? Die Entwickler können das Spiel nie fertig patchen. Dabei sind es ja relativ viele Entwickler und trotzdem machen sie nichts. Was haben sie jetzt gemacht? Wow, Crafting reingetan, mehr nicht. Fertig. Sie haben Crafting reintun und fertig. Ups, was ist das? Was ist das? Also wird verscha. Also wird so schlecht gespielt. Oh, ist schlecht gespielt. Sie wurde vor einem Weib getötet. Oh. Das ist natürlich scheiße. So, noch zwei. Da sehe ich noch zwei. Ja, scheinbar sind es Noobs, die wohl spielen. Mit mir eingeschlossen. Aber nein, ich will das Spiel auch gar nicht eigen gut spielen. Ich bin da zu mehr unterhalten, oder? Ich muss nicht der Perfekteste sein. Aber ich bin auch nicht kein Mega-Noob. Ich kenne ja das Spiel in und auswendig eigentlich. Mehr oder weniger. Und deshalb. Ja, ist es einfach so, dass ich jetzt mich nicht als Vollprofi nennen kann. Auch nicht als Profi, auch nicht als Mittelmaß, aber recht gut. Ding, weil ich tue ja immer wieder extreme Pausen machen. Das ist nun mal so. Ich mache zu lange Pausen, deshalb bin ich wahrscheinlich nicht mal Durchschnitt. Und das möchte ich gerne wieder werden. Weil jetzt ist es schon wieder eigentlich relativ lange her, seitdem ich den Schützen im PvP, also im Airfare, gebracht habe. Und ja, rüber switchen will ich jetzt momentan leider auch nicht. Deshalb bleibt es einfach mal so ein bisschen. Mit dem Jäger. Bisschen trollen, hä? Liebe Leute. Ich trolle halt gerne ein paar, die es verdient haben. Und ich werde schon sehen, was ich machen werde. Ich werde euch unterhalten, Und ja, dann seid ihr halt ein bisschen beleidigt, weil ich Hürden trolle, aber ja, ist mir eigentlich egal. Hürden haben es auch ein bisschen verdient. Die sind immer viel zu viele. Die werden immer wieder Siegen nehmen, immer wieder alles. Ja, ein und dann bekommen sie auch das Portal über zum Drachen und anderen Wunschschwein. Ja, und in meiner Hinsicht müsste das getrollt werden, weil es die Süden sind. Die Alfen, ja. Ich bin ja alles ein Fan, wenn ich vielleicht ein bisschen weniger trollen. Aber vor allem die anderen Clans, die werde ich noch ein bisschen trollen, weil sie haben immerhin mich ausgelacht haben und getrollt haben und so weiter. Obwohl es keinen Grund hatte. Ja, ich habe ja nicht viel getrollt. Ich habe eigentlich den Clan gar nie getrollt. Aber nein, sie dachten ja, ich würde die ganze Zeit plappern. Nur wegen dem Plappen haben sie eigentlich mich entlassen. Hä? Könnt ihr das vorstellen? Ich werde aus dem Clan gekickt, weil ich zu viel rede. Ich habe hier nichts Böses geredet. Und der ist immer noch da. Der ist einfach mal AFK. Der schläft sicher. Ja, leider ist das noch nicht fertig. Es geht leider allzu lange.
Aber jetzt haben sie plötzlich. Ah, jetzt schwatzen sie wieder etwas. So, ich mach Schluss. Falls wir uns nicht mehr sehen, lesen, wünsche ich euch einen guten Rutsch. Wunsch. Ah, nein, das ist ein Ü. Wünsch. Wünsche ich euch einen schönen Rutsch. Ja. Gehen wir unten durch. Das kann ich eigentlich auch annehmen. Ne? Und dann gehen wir direkt zur Weihnachtsinsel. Dir auch, wünsche dir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Oh, wie cool. Das ist ja morgen oder heute schon. Ja, heute. Für euch auch heute. Hä? Gibt's einen. Gibt's ein Feuerwerk und ich penne bald ein. Ja, ich muss den Part ein bisschen länger machen. Ich hätte jetzt gerade ausgehen sollen. Aber ich mache ein bisschen den Part noch länger. Hm. Und werde ihn über Nacht dann hochladen. Hm? Ja. Hallo Herd, komm. Komm zu mir. Mann, wieso bin ich so langsam? Hey, ja, bin ich langsam. Halt euch mal aus. Ich glaube, kauf mir nur Schuhe und andere Ausrüstungsteile mit Bewegungsgeschwindigkeit an, wenn ich so weit bin, um auch ein bisschen zu kämpfen. Was denkt ihr? Ja, das ist nicht schlecht. Ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit haben. Ja. Dann werde ich die immer wieder angreifen und vernichten. Angreifen, vernichten, angreifen, vernichten. Nein, nein, ich werde wahrscheinlich ja nicht den Schaden machen, weil ich ja Jäger bin und auch nicht so gut bin. Und ich will ja eher mich ein bisschen unsichtbar machen und euch zeigen, wie die anderen kämpfen. Dann bin ich so wie der Kriegsreporter aus der ISIS-Front aus Syrien. Nein, aus Rechnung. Aus dieser Welt. Wie heißt die Welt schon? Weiß das jemand? Ich weiß nicht mehr, wo, wie die Welt heißt. Heißt die Regnung? Nö. Keine Ahnung. Ja, jetzt gehen wir noch zu der Santa Claus Insel und holen uns eine Belohnung ab. Yay. Ja, ja, ja. Ich bin der Ruski. Ey, 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 seit die Russen kommen. Die Ruski Mafia. Ei, 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 die Russen kommen, die Ruski. Ei, 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 die Ruski kommen, die Russi, Mafia. Ei, 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 die Russen kommen, die Russi, Mafia. Ich bin ein Böse. Moment kurz, ich muss das kurz lesen. Also, einmal möchte ich ein Böser sein, eine miese Sau. Einmal möchte ich ein Böser sein, einen grausam und brutal. Einmal möchte ich ein Böser sein, eine miese Sau. Einmal richtig und gemein, für einen Tag genau. Einmal möchte ich ein Böser sein, grausam und brutal. Und dann zieh ich meine Spur durch dieses Jammertal. Bösen, die Bösen, die Bösen, die Bösen, die Bösen. Die Bösen, die Bösen, die Bösen sind nicht gut. Ich stecke meinen Hamster in das Tiki-Fach und fahre ein eisiges Programm. Dort ist es dann der tagelang der Nager, der aus der Kälte kam. Ich wünsche der Menschheit einen Super-GAU, dass die Erde auseinanderfällt. Und dann hau ich mir selber meine Augen blau, dann ich hasse mich und die Welt. Irgendwie so.
Aber so gut kann ich es eben nicht. Noch nicht. Aber ich habe das perfekte Lied für mich. Einmal möchte ich ein Böser sein, eine miese Sau. Einmal möchte ich ein Böses sein, einmal. Einmal hundsgemein, einmal richtig hundsgemein, für einen Tag genau. Einmal möchte ich ein Böser sein, grausam und brutal. Und dann zieh ich meine Spur durch dieses Jammertal. Ja, ich liebe ERV. Ist eigentlich eine meiner Lieblingsbands, weil sie einfach lustig sind. Schade sind sie nicht mehr so aktiv, aber ich finde sie einfach mega cool. Ja. Jetzt haben wir schon ein bisschen noch mehr Unterhaltung gehabt. Ich hoffe, ich schaffe das noch vor 30 Minuten. Wenn wir auch nicht sterben, irgendwo angegriffen werden, dann ist alles gut. Ja? Gehe nämlich jetzt hier durch. Hier gehen nicht so viele Leute durch, hoffentlich. Ich weiß es gar nicht. Irgendwann wird einer mich angreifen und das vom Pferd schmeißen. Sonst müssen wir halt ein bisschen schleichen, hä? Und halt so viele Spieler plötzlich kommen. Aus irgendwelchem Grund um 1 Uhr morgens. Schon fast 2 Uhr morgens. Ah, das Crafting ist jetzt. Jetzt sind wir hier und haben es geschafft, ja. Ich glaube, ich werde jetzt dann bald angegriffen und ich nehme das Gestein. Yay! 5 Magnetstücke! Jetzt bin ich der Beste. Bin da. Der beste Magnetenfinder. Und wir haben 87 schon, hä? Geht's nicht gut. Also ich finde es geht. Ich habe jetzt so wenig wirklich gespielt. Da geht es schon gut. Und irgendwann werde ich dann auch nochmal ein bisschen weiter farmen. Aber jetzt im Moment nicht. Jetzt möchte ich hier ein bisschen vorwärts machen. Mit euch zusammen, hä? Grausam und brutal. Wir sind grausam und brutal. Wie komme ich jetzt nach oben? Jetzt. Wir haben es bald geschafft. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch dorthin. Aber hoffentlich greift uns niemand an. Ja. Einmal möchte ich ein Böser sein. Ich bin einfach der beste Jäger, der beste Trollingjäger. Ich bin grausam und brutal. Ja, sicher. Da hat mich nicht mal gesehen. Er hat auch verloren. Ich hätte ihn töten können. Nee, ich hätte ihn doch nicht töten können. Oder? Komm mal hier rein. Ich weiß das einer hier, oder? Ja. Kriegsinsel. Ah, da ist der Weihnachtsmann. Danke schön. Darf ich mal kurz hier drauf drücken? Weihnachtsschlitten sagte Punkt, Punkt, Punkt. Aha. Hey, Fremder, bist du in der Gewerkschaft? Nein, gut. Nun, heute ist ein Glückstag. Ich bin der Einzige auf der Welt, der weiß, wie man in das Dorf des Weihnachtsmanns kommt. Wähle Reis, wenn du diesen magischen Ort mit eigenen Augen sehen möchtest. Das geht jetzt so lange noch. Eieieiei. Du bist im Nordpol angekommen. Noch ein Schlitter. Panzers. Schlitten für alle, Schlitten für alle, Schlitten, Schlitten, Hix. Danke. Was soll ich jetzt hier denn? Darf ich hier auch drücken? Ich war noch nie auf dieser Insel. Ich habe immer das Weihnachtsevent nicht gemacht. Also, ich war gar nie online im Winter. Haha. Meistens nur im Sommer online. Oh, Feuerwerk. Darf ich dorthin? Och, ist das cool. Oh, die haben ja das so cool gemacht. Besser als ein World of Warcraft.
Ja, ist gut. Ist gut, ist gut. Ich sag das nie mehr. Wir haben das aber so wahnsinnig gut gemacht. Oh, schaut mal, das leuchtet sogar. Und ich glaube, ich sag nichts mehr. Das ist mega hässlich. Ey. Wie können die Entwickler nur so etwas Hässliches einbauen? Igitt. Jetzt übertreibe ich auch wieder. Ho, 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 willkommen in meiner Heimat. Eine Person wie du kannst wirklich nützlich sein. Hä? Und jetzt? Habe ich irgendwas bekommen? Was habe ich denn bitte bekommen? Ich habe nichts bekommen. Ja toll, und was soll ich jetzt machen? Hä? Jetzt habe ich nichts bekommen. Dolos. Wieso habe ich nichts bekommen? Hä? Man bekommt nichts? Wieso bekommt man nichts? Da möchte ich nochmal hin. Wenn man nicht mal etwas bekommt. Hä? Ja, was soll ich denn hier machen? Ich habe den Weihnachtsmann getroffen, habe nichts bekommen. Ja, toll, aber bekomme ich auch etwas über? Ich möchte den Weihnachtsschlitten haben. Aber für was ist dieses Event? Da ist ein Weihnachtsschlittentier. Ah, das ist der Anfang. Aber sonst ist nichts. Hä? Ja, was bekommt man denn hier? Ich habe den Weihnachtsmann getroffen. Und sonst muss ich ihn erledigen, weil ich ihn getroffen habe. Diesen Wortwitz. Oh. Ja, jetzt hat er eine Quest. Jetzt müssen wir die Quest annehmen, oder was? Frechheit. Es ist so gut, dich zu sehen, Ed. Was? Dollarname. Wir haben ein großes Problem. Es scheint, dass wie immer nicht jeder mit Weihnachten zufrieden ist und dass die Besinnlichkeit so kann es nicht gefeiert werden. Wir haben nicht viel Zeit und diese Krise muss gelöst werden. Es gibt keine Weihnachten ohne Geschenke. Glücklicherweise gibt es eine Menge von denen, doch wir benötigen dafür eine helfende Hand. Bevor wir solche eine Aufgabe geben, müssen wir zuerst sicherstellen, dass du schnell genug sind, um sie zu bewältigen. Dass du schnell genug sind, um sie zu bewältigen. Hä? Wir können uns keine Überraschungen leisten. Wir haben eine Schlittenstrecke gebaut, um festzustellen, wer in seiner besten Geschwindigkeit diese Strecke durchlaufen kann. Nur so jemand können wir gebrauchen. Nun, wenn ich darüber nachdenke, hat es sehr lange gedauert, diese Strecke zu bauen. Wir hatten lieber die Zeit nutzen können, um Spielzeug herzustellen. Gut, nun ist es passiert. Kannst du uns helfen, bewältige die Strecke in 105 Sekunden oder weniger und stoße maximal 10 oder weniger Hindernisse um. Dann bist du gut genug, um zu helfen. Ja, ja. Und jetzt? Müssen wir da drunter gehen. Aha. Jetzt müssen wir zum Schlitten. Ja, danke, aber ich möchte gerne den Part nicht so lange machen. Hm. Wieso müssen die Entwickler immer so etwas Langweiliges machen? Immer wenn sie irgendwas reinbringen, wie ein Osterevent oder ein Weihnachtsevent, dann müssen sie so mega lange irgendwas machen. Aha, jetzt geht's auch an. Okay. Ist irgendwie lustig, aber. So, und jetzt muss ich. Wohin denn? Aha, verbraucht einen Weihnachtsschlitten. Jetzt muss ich wieder dorthin. Hä? Muss ich hin? Die sagen nichts. Mann, das sieht so hässlich aus. Aha. Rennen gestartet. Ja. Wo ist der Schluss?
Mann, das ist sowas von cool. Eieieiei. Sowas von cool. Und ich stoße immer wieder an Hindernisse, weil ich nichts sehe. Ja, ich sehe ja nichts. Mann, das Spiel ist so unfair. Ich sehe ja nichts. Ja, sicher. Und jetzt? Das ist so unfair. Ich komme ja nicht durch. Ja und? Wo kommt man durch? Ah, hier kommt man durch. Ja, dann muss ich es halt nochmal machen. Aber wie unfair das ist. Ah, ja, ich sehe ja selber von diesem Schlitten nichts. Haben diese Sechse gemacht, dass man nichts sieht. Ja, und dann sind die Überblendeffekte noch so groß. Und hier kann ich auch nichts machen. Okay. Ich glaube, die Spinnen. Die Entwickler haben eine Vollmacke. Wie soll ich dann hier durchkommen? Wie peinlich ist denn das? Ja, sicher! Und dort ist ein unsichtbarer Sand, Schneehaufen. Da muss ich zwingend durch. Okay. Und dann? Ich sehe nichts. Ich sehe ja nichts. Da muss ich zwingend drüber. Ich sehe ja nichts. Und das sind Schneebomben, ja. Ich lache mich zu Tode ab dieses Event. Und jetzt? Muss ich wohin? Muss ich es nochmal machen? Ich werde es nochmal machen und dann schauen, was passiert. Aber ich glaube nicht in diesem Part. Hä? Das ist ja mega unfair, das Rennen. Schaut mal diese Überblendeffekte, ey. Boah, ist das zähneknirschend scheiße. Aber ihr seht's ja, es ist ja mega peinlich. Können die Entwickler nur so etwas bauen? Ja, genau! Ich bin jetzt zwischendurch gegangen und hab doch Ding bekommen. Wie unfair dieses Schneerennen ist. Ja, genau. Ja, genau. Hey, ich bin gar nicht angekommen. Doch, ein bisschen bin ich schon angekommen, aber nur sehr wenig. Ja, sicher. Mann, ich sehe nichts wegen dieser Überblendeffekte. Ja, da kann ich ja nichts dafür. Ja, dann mache ich es halt nicht. Ich will die Pullover sowieso nicht. Die sehen mega hässlich aus. Mega hässlich. Ja. Eine unsichtbare Busch, habt ihr gesehen? Das ist ein unsichtbarer Schneeball. Ganz genau. Okay, okay, ich weiß, liebe liebe Entwickler, ihr trollt uns. Ihr trollt uns. Ja. Das ist unmöglich. Die haben das extra gemacht, dass man das T-Shirt nicht bekommt. Die sind ja auch sehr teuer, oder? Ja. Okay, kann ich jetzt bitte auch etwas bekommen? Nö, ich bekomme nichts. Gut. Also, das Video ist 90 Minuten lang. Ich gebe es auf, die Entwickler wollen das. Naja. Ist ja sowieso scheiße. Wie kann ich das schaffen? 105 Sekunden und 10 Hindernisse. Hä? Also man muss zwingend mehrere Hindernisse haben. Wie viel habe ich jetzt gehabt? Schaut euch, wie viel man hat. Eieieiei. Also ich werde das noch machen, aber nicht jetzt in der Aufnahme. Bis später. Bis zum nächsten Part. Tschüss.